Es kommt die Kreativität. Van Gaal hat dem Müllerstall auch zu Ruhm verholfen. Warum? Weil dadurch konnte Müller Zeichen setzen. Für seinen Arbeitgeber. Film bei Galacom.tv, No Limits, More Human Rights. Immer wieder Allianz Arena. Warum nehme ich das so auf? Weil es historisch ist, dass ich plötzlich das vor die Nase gehalten bekomme. Aber selbst so ein Kummet hält mich garantiert und zügelt mich garantiert nicht. In meinen Worten. Wenn es Richter nicht können, können es Pferde auch nicht. Und Elefanten auch nicht. In diesem Sinne, unterwegs mehr Mensch. Die Gabel ist der andere Hammer, weil es immer heißt, ich gabel die Leute auf. Bis zum Ende. Vielen Dank. Jetzt lacht einer, Entschuldigung, der nicht bekannt werden darf. Es gibt ja noch was zu lachen. Also wo er das nur alles herbekommt. Vielen, vielen Dank. Jetzt gehen wir in die Reitergilde über. Und jetzt muss ich wirklich die Hörner spitzen für den kommenden Moment. In wenigen Minuten, am 3.9.24. Ich muss für mehr Fair Play mit Zeugen, wo bemerkt, mich einsetzen, damit biochemisch nicht andere Köpfe auch noch kaputt gemacht werden, wenn man dann genötigt, erpresst wird, etc. pp. An der Grenze waren die Telefonate heute. Und in einem Reitclub ist ein nicht kleiner Vorstand eines Unternehmens von Nürnberg. Ein CIO. Dem werde ich dir schicken. Und da werden wir dann die Täter aufgrabbeln. In diesem Sinne, alles Gute. Dankeschön. Ich habe auch eins bekommen, so ein Komet. Von einem Unternehmer mit Spiegel, damit ich mich immer darin sehe. Und da wird was Großes daraus geschehen mit einer Unterschriftenaktion. Für eine weltweite Spendenaktion. Bis bald. Komet mit dem Komet. Zu galacom.tv. Natürlich im Gepäck sind Billionäre herzlichst willkommen. Bis bald. Ciao, ciao.